Jetzt komm! Fuck it! Scheiße! Scheiße! Nicht auf Zurückzug! Tief auf den Rhein! Bring die Hände los! Ja, die Hände los! Die besten Band der Welt und die Band, die sind der miserabelste Drummer der Welt, nicht aus dem Takt bringen kann. Und ich habe das wirklich versucht. Ich habe wirklich versucht. Jetzt begrüße ich hier zwei Kollegen, die heute direkt nach TV Total mit ihrer brandneuen Show an den Start gehen. Bitte rasten Sie aus. Hier sind für Sie Edgar Kosa und Bastian Diedorfer. Boah, jetzt. Das ist geil. Özcan, Basti, Hofi. Basti, Özcan, Sebastian. Und wie sieht's aus? Seid ihr schon aufgeregt? Ja. Seid ihr schon aufgeregt? Ja, seid ihr wirklich aufgeregt oder überhaupt nicht? Ein bisschen. Das schon, war jetzt ja gespielt. Nein, das natürlich war wirklich gespielt. Natürlich, ja, aufgeregt. Ihr seid ja einfach so Showhasen und ihr kennt euch ja schon super lange. Im Grunde genommen ist doch jetzt Bratwurst und Baklava die Show, die Fortführung von eurem Podcast, oder? Ja. Ja. Ja, hätte man es besser beschreiben können? Wir haben die Magie des Podcasts ins Fernsehen übertragen. Wir beleidigen uns, wir quälen uns, wir lieben uns. Und das jetzt noch professionell. Mit Bildern. Mit Bildern, ja. Geil. In bunt. Ja. Jetzt in bunt. Sollen wir es direkt machen? Sag mal, habt ihr denn vielleicht einen Ausschnitt oder sowas wir haben mitgebracht? Ja, was wir haben was sehr Gutes mitgebracht. Ja. Nein, können wir uns das ansehen? Ja, ja, film ab. Das war sehr gut. Die Behandlung war sensationell. Es haben sich nicht nur seine Poren, sondern auch seine Seele hat sich geöffnet. Er ist eins geworden mit dem Wasser. Bitte sag das zu mir. Oh, ist das heiß! Der kocht mich! Oh, ist heiß! Mit der Seife. Ich glaube, es haben sich noch andere Körperteile durch die Seife geöffnet. Man geht über den Rücken in den Arsch. Aber das ist ein anderes Thema. Wir haben ein Safe-Wort. Und unser Safe-Wort ist Desoxyribonukleinsäure. Sau geil! Aber sag mal. Hab ich das jetzt. Kann das sein, dass du extrem kitzlig unter den Füßen bist? Oder warum hast du das so geruckelt? Ich glaube nicht, dass die Füße das Problem waren. Der hat mir ganz woanders angefasst. Das war, und wo war das jetzt? War der jetzt hier in Wir Köln? Waren in Istanbul. Wir, ihr wart ja, in Istanbul. Wir sind in die Türkei geflogen und ich wollte Basti die Türkei zeigen. Und da habe ich ihn professionell zusammenschlagen und einseifen lassen. Ja. was erwartet uns sonst noch so in der Sendung? Also was macht ihr? Was ist das für eine Sendung? Was kommt auf uns zu? Du, das Ding ist, wir sind ja zwei unterschiedliche Menschen. So komplett. Er ist Lehrerkind, ich bin Türke, er ist... ich bin Türke, also wir sind Nein, es, unsere Welten sind unterschiedlich, und, aber trotzdem lieben wir uns und ecken uns an und letztendlich tauchen wir verschiedene Welten und haben einfach Spaß dabei. Ja. Und da, unter anderem haben wir meine Beschneidung von 1989 in der Türkei nachgefeiert. Das war ein absoluter Schön. Das war richtig geil. Ja, das war toll. Ach, schön. Ja. Und wer muss er nachgeschnitten werden? Ist wieder... Nee. Ich weiß nicht, ist das wie bei einer Hecke? Also wir haben das... alles weggemacht. So noch Ausbesserungsarbeiten. Ja. So, ja. Da ist einiges nachgekommen. Oder? Hol mal. Entschuldigung. Ist nicht mehr nachgewachsen. Cool. Ich freue mich tierisch drauf. Ich werde nachher auf jeden Fall einschalten. Danke. Dann kannst du ja jetzt eigentlich sofort losgehen, oder nicht? Ja. Ja. Ja, ist doch geil. Ja, eine Sache brauchen wir noch, also die fehlt uns. Ich kriege kein Geld, ich habe keinen Bock drauf. Nee, wir haben kein Studio bisher. Ja. Ja. Ah, nee, was ist das denn für Schwachsinn? Ihr habt kein Studio. Natürlich habt ihr ein Studio, ihr müsst ja gleich schon, also ihr seid ja gleich in einem Studio. Also wieso habt ihr kein Studio? Ja, also bis jetzt noch nicht. Aber du hast ein schönes Studio. Ja, das ist aber auch mein Studio. Deshalb steht der TV Total. Ja, aber wir würden es gern ausleihen. Ja. Dein Studio. Also ich bin ein ganz schlechter Verleiher. Vermieten geht besser.
Ah, okay. Ich dachte, ich bin der Schwabe. Was wir machen können, wir können es probehalber mal machen. Ja. Nicht unentgeltlich, aber es gibt ein paar Regeln. Okay. Ja, also nach 22 Uhr Licht aus, keine Lärmbelästigung. Und es gibt nachher da hinten, da gibt es einen Raum. Egal, was für Geräusche da rauskommen, nicht reingehen. Okay. Das wäre das Einzige, worum ich euch bitten würde. Und dann können wir das mal ausprobieren. Ja. Ja? Stuben rein übergeben. Okay? Ja, Besen rein sogar. Besen rein sogar. Stuben rein, ich weiß nicht, was das bedeutet. Stuben rein. Ja. Und wenn hier nur ein Pfitzelchen Dreck ist, okay, ist der Deal geplatzt. Versprochen. Deal? Okay. Dann kriegt ihr jetzt die heiligen Schlüssel. Ne, aber richtig sauber machen. Ja. Ich will hier nicht, dass das irgendwie muckt. Geil. Das war's für heute mit TV Total. Jetzt geht's hier gleich weiter mit der Premiere von Bratwurst und Baklava. Einschalten, okay? Und wir sehen uns kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr wieder, wenn hier alles sauber ist. Ne? Und dann bin ich an den Drums, oder? Ich muss jetzt nochmal an die Drums. Ach, der hier. Wir sehen uns. Jetzt aber, Oskar, komm, komm jetzt, ey. Komm jetzt. Jetzt nageln wir hier aber den Gegner Hause, oder? Komm, Leute. Kommt, Leute! Kommt jetzt hier, ey! One! Alles klar? One, two, three, four!